Mahlzeit, Mahlzeit, Freunde. Ja, ich habe gedacht, ich komme heute mal online, mache ein kleines Video für unsere Kanäle, ein Video für Facebook, YouTube, Instagram oder hier auch bei Twitch, wo wir regelmäßig live gehen, beziehungsweise live gehen wollen. Und heute mal mit einem ganz kleinen Einsteigervideo. Und zwar möchte ich euch heute mal ein schönes kleines Set vorstellen von Kobi. Kobi ist ein Klemmbausteinhersteller aus Polen. Und zwar Klemmbausteine, die in Polen gefertigt sind, sind eigentlich die einzigsten, die überhaupt in der EU, in Europa hergestellt werden. Laut meiner Kenntnis, ich hoffe, dass ich da jetzt keinen Quatsch oder keinen Blödsinn erzähle, alle anderen Klemmbausteine wie Lego, Wangi, aber auch andere Hersteller, Qingbao, die stellen alle in China her. Und der Hersteller Kobi ist halt der einzigste Hersteller, der in der Europa, also in der EU, herstellt. Und da habe ich euch einfach mal ein kleines, nettes Set mitgebracht. Das ist das Set 24524 Fiat Abarth 595. Ne? Die Italiener unter euch werden verstehen, was das ist. Das ist ein Fiat 595, Fiat Abarth. Also ich glaube, für jeden Italiener, aber auch für jeden Oldtimer-Fan ist dieses Set eigentlich was ganz, ganz Schönes. Wie schon erwähnt, Hersteller Kobi. Ich guck mal kurz, irgendwo ist auch der EU-Button drauf, normalerweise. Moment. Habt ihr mich schon wieder erwischt, oder? Ah, da. Hier beim Preis. Mayday in EU. Ja, Mayday in EU. Und was auch noch sehr interessant ist, Kobi ist einer der Hersteller, der fast immer und versucht, möglichst viel bedruckt zu haben. Bedeutet, auf den Klemmbausteinen, wenn ich euch das mal hier so zeigen darf, alles, was auf dem Auto so drauf ist, wie jetzt das Abarth-Zeichen, aber auch die kompletten Linien sind dann in gedruckter Variante. Bedeutet nicht wie bei anderen großen Herstellern, die ihr kennt, wo dann fast alles als Aufkleber mitgeliefert ist. Ja, und Aufkleber sehen nach 1, 2, 3 Jahren auf den Steinen gar nicht mehr schön aus. Die lösen sich. Und im Grunde genommen hat man dann irgendwann Klemmbausteine, wo dann im Groben und Ganzen ja, die Aufkleber sich lösen. Und das ist das sehr, sehr Schöne, dass hier bei Kobi im Endeffekt fast alles gedruckt ist, gedruckte Variante ist und man so dann die Klemmbausteine in einer, finde ich, hochwertigeren Qualität sogar als beim Marktführer hat. Ja, schön ist das, Kobi auch, da scheiden sich natürlich wieder die Geister, da werde ich euch die nächsten Tage auch mal einiges von vorstellen, da streiten sich dann wieder alle drüber. Kobi ist ein Hersteller, der auch Kriegsmodelle hat. Ich sag mal, Krieg gehört auch zu unserer Vergangenheit dazu. Und wenn die Kinder dann irgendwelche Ballerspiele an der Konsole spielen, da meckert keiner. Aber wenn die dann irgendwelche Sets bauen, die dann aus der Kriegszeit sind, da ist dann der Aufschrei groß. Ach du Scheiße, mein Kind baut einen Panzer, mein Kind baut irgendeinen Jeep. Muss dann jeder für sich entscheiden, wie er da entscheidet für sein Kind. Wir bieten auf jeden Fall auch Kriegsmodelle von Kobi an. Und sowas macht der Marktführer sowieso schon mal gar nicht. Kriegsmodelle sind da in dem Sortiment nicht zu finden. Kobi hat's aber, wie gesagt, der Hersteller hier oben, wo ihr dieses Brandenburger Tor seht, Wangi zum Beispiel, das ist dieser Hersteller. Auch da kann ich euch mal die Tage was zeigen. Der bietet zum Beispiel auch Kriegsmodelle an. Der kommt aber direkt aus China. Kobi, wie schon erwähnt, ist der einzigste, der aus der EU kommt, aus Polen. Die Klemmbausteine halten sehr, sehr gut. Man rechnet das ja in Klemmkraft. Wie gut hält der Stein auf einem anderen Stein? Oder wie gut hält der Stein auf einer Platte? Ich kann euch das mal zeigen. Moment. Wenn man jetzt beispielsweise so eine Platte hat, wenn man jetzt so eine Platte hat, man nimmt sich jetzt mal hier einen Stein, dann wird ja immer geschaut, wie hoch ist die Klemmkraft. Ja, Klemmkraft bedeutet, ich setze einen Stein hier drauf. So, und wie gut hält er dann? Wie viel Kraft muss ich aufwenden, um diesen Stein wieder von der Platte zu lösen? Ne, das rechnet man einfach, das ist die Klemmkraft von Steinen. Und Kobi ist da eigentlich noch ein Ticken besser als der Marktführer. Ja, und der Hersteller, hier oben haben wir den Wangi,
der ist eigentlich von der Klemmkraft etwas weniger stark als Kobi und auch als Lego. Ne, da weiß man einfach mal die Unterschiede. Aber im Grunde genommen wollte ich auch einfach nur mal dieses kleine Set, dieses kleine süße Set in Kurzform vorstellen. Uns gefällt es, ja. Wir haben es auf jeden Fall hier im Geschäft. Ist ein Set, was relativ günstig ist. Und ja, für alle Italiener, aber auch für uns Deutsche, wir sind ja auch zum Teil Oldtimer oder vor allen Dingen Autofreunde, lieben Fahrzeuge. Auch für uns ist das ein sehr, sehr schönes Modell. Sehr, sehr detailgetreu. Ne, mit so einem kleinen Schild noch dabei, wo dann das Auto drauf beschrieben ist. Hier sind dann nochmal die Größen. Ich weiß nicht, ob ihr die erkennen könnt, wie groß dieses Modell dann in Wirklichkeit ist. Und hier nochmal die Vorderseite des Kartons. Also ich fahre da total drauf ab. Ich weiß, dass es da auch viele, viele Fans von gibt, allgemein von Klemmbausteinen, aber vor allen Dingen auch vom Hersteller Kobi. Da gibt es richtige Freaks von. Und ja, die sind bei uns alle willkommen, weil wir haben einiges an Sets da. Wir lieben diese Sets selber. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vielleicht dieses Video, das wir jetzt hier bei Twitch gemacht haben, ich werde das auch mal bei YouTube, bei Facebook hochladen und dann einfach mal gucken, ob ihr da Bock drauf habt, dass ich hin und wieder mal so Kleinigkeiten vorstelle, mit euch aber auch über Gott und die Welt spreche, über, mein Gott, worüber können wir sprechen momentan? Ja, das böse Wort mit C fange ich jetzt nicht an und über die Politik sollten wir vielleicht auch sein lassen, weil meistens, ich habe mal so ein Sprichwort, habe ich von meiner Frau mal gehört, Politik und Religion, meistens ist das irgendwie mit Streit gekoppelt. Wenn man sich über Politik und Religion unterhält, irgendwie ergibt das meistens Streit, sowohl in der Familie, als aber auch im Freundeskreis, unter Arbeitskollegen und so weiter und so fort. Von daher lassen wir das Thema Politik und Corona vielleicht erstmal sein. Außer ihr habt da Bock drauf, dann können wir da auch gerne mal so einen Real Talk machen oder unsere ehrliche Meinung dazu. Das können wir machen. Aber wir wollen halt auch nicht, dass das im Endeffekt uns schadet. Ne? Man muss ja heute leider Gottes aufpassen, was man wie sagt, was man wie formuliert. Sonst wird man nachher so hingestellt oder im Endeffekt, wir wollen mit keinem Streit. Bei uns sind alle willkommen. Bei uns sind wirklich alle willkommen. Und deswegen so gewisse Themen, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Aber wenn ihr Bock habt, dass wir das ein oder andere Spielzeug mal, was wir hier im Geschäft haben, vorstellen, oder irgendwelche Themen mal bequatschen, dann lasst uns das wissen. Vielleicht lasst ihr uns ja einfach einen Daumen nach oben für das erste Video, was wir jetzt bei Twitch seit längerer Zeit mal wieder machen. Wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst, wären wir euch auf jeden Fall sehr dankbar. Vielleicht habt ihr auch Bock, das Video irgendwie zu teilen, zu verbreiten, uns ein Abo dazulassen bei Facebook oder bei YouTube. Wie gesagt, wir wären euch da sehr, sehr dankbar und würden, wie gesagt, in Zukunft dann öfters sowas machen. Ja, wir würden uns sehr über eure Unterstützung freuen. Wünschen euch jetzt erstmal noch einen schönen Nachmittag und vielleicht hören wir uns später nochmal oder auf jeden Fall die nächsten Tage. Dann macht's erstmal gut und vergesst nicht, dieser Fiat Abarth ist für Italiener, aber auch für uns Deutsche, für Pizzabäcker, für alle Leute eine richtig gute Modell, 70 Teile. Du kannst günstig bei uns kaufen im Geschäft. Kommst du hier vorbei. Ne? So, jetzt Spaß beiseite. Macht's gut, bis später mal. Wir hören uns. Ciao.